So, Ersatzprogramm. Wir fühlen uns wie das Kind da hinten. Ja, wir lassen es aber raus. Aber da ist ein zweiter Weg, den wir uns jetzt mal anschauen. So, wir sind jetzt angekommen bei einem der bekanntesten Wasserfälle Islands. Und zwar beim Seilalandsfoss. Und eigentlich wollten wir den schon gestern Abend anschauen, jedoch ist das Wetter nicht allzu gut gewesen und es ist mittlerweile auch schon ziemlich dunkel in der Nacht. Also jetzt ganz klassisch 12.30 Uhr. Es werden alle Touristen da sein. Wir haben schon Busse gesehen, wir haben den ganzen Parkplatz gesehen. Wir stürzen uns da jetzt rein. Aber manchmal ist es vielleicht eh nicht schlecht, dass man mal die authentische, reale Erfahrung macht und euch da auch mitnimmt, weil dann seht ihr, wie es wirklich da ist und nicht, wie es wir gern immer hätten. Ja, aber Stefan, du stehst da hier vorne. Ja, also man sieht schon, warum wir diese Zeit nicht lieben. Die zum Beispiel suchen alle einen Parkplatz da. Das Problem haben wir Gott sei Dank nicht. Wir werden fast zusammengeführt. Es sind so viele Reisebusse da. Oh, der fährt uns gleich zusammen. Der fährt uns nieder. Und ihr seid live dabei. Okay, ja. Ah, es ist kein Problem. Es sind so viele Leute. Ich hasse das. Aber immerhin regnet es nicht. Immer. Ja, so viel zur Authentic Experience, gell? So ist es, wenn man am Mittag da ist. Und schön sind im Untergang die nächsten Tage, weil sie da für Geschichte sind. Was, aber für das sind wir nicht da. Hallo. Hallo. Was tut der da? Ich weiß nicht. Ist das der Seiler? Kannst du mir nicht sagen, dass das Verkleben da ziemlich schön ist. Hey Laura, was ist der Verdict dabei? Ich weiß nicht, aber ich passe auf alle. Ja, der Seljalandsfoss ist ja nicht nur bekannt für seine traumhaften Sonnenuntergangsaufnahmen, sondern vor allem auch für einen ganz besonderen Punkt, nämlich den, dass man hinten umgehen kann. Und das war eigentlich immer sehr cool und ist vielleicht jetzt auch noch ganz nett, aber wenn man schon in einem Gänsemarsch quasi in einer Reihe gehen muss, dann hält sich der Spaß ein bisschen in Grenzen. Aber wir nehmen euch natürlich mit. Laura! Wir unterbrechen die Sendung für eine wichtige Einmeldung. Wer uns noch nicht auf YouTube abonniert hat, läuft Gefahr, die nächsten Highlights zu verpassen. Weiter geht's im Studio. Ja, Laura, du bist ein wenig besser. Wow. Bist du nass? Ich bin nur da. Ich bin duschnass. Ja, das ist schon nett. Thank you.
hinaus. Aber glücklich. Wir haben ihn Seelandsfoss angeschaut, ausführlich, und er ist gut. Aber es gibt jetzt ein bisschen in der Nähe, 500 Meter weiter, noch einen Geheimtipp. Ich würde jetzt einmal sagen, nachdem jetzt schon seit Jahren jeder davon redet, dass er Geheimtipp ist, ist es kein Geheimtipp mehr. Es sind auch Schüler dorthin. Aber es ist ganz nett. Der Geheimtipp kommt entweder in dem Video oder in einem anderen Video. Wir verlinken es diesmal wirklich oben. Das ist auch da in der Nähe und ein bisschen weiter drinnen. Und das ist wirklich ein Geheimtipp. Das ist wirklich ein Geheimtipp. Ich bin gespannt, ob das YouTube-Video geflaggt wird, weil Leute drauf sind. Gehen wir mal da rein. Also, wir gehen jetzt einmal da rein. Und was ist da drin? Und da drinnen ist ein Wasser. Ah, ich muss zurück, was ich gerade gesagt habe, wir gehen da nicht rein. Alter, schaut sich geschlagen an. Also, um ehrlich zu sein, Island zur Hauptreisezeit im Sommer, zur Mittagszeit bei einer Sehenswürdigkeit, die bekannt ist, macht ehrlich gesagt keinen Spaß. Alter, und ich habe nur gesagt Geheimtipp. So, Ersatzprogramm. Wir fühlen uns wie das Kind da hinten. Ja, wir lassen es ja nicht aus. Aber da ist ein zweiter Weg, den wir uns jetzt einmal anschauen. Aber wenn ich mir denke, 2016 waren wir alleine da. Nein, da ist kein Wasser. Das sind die Elfen zu Hause. Oh, das sind die Elfen zu Hause? Ja. Ja. Jetzt kein Wasserball, das ist die Loser-Variante.